Dann freue ich mich, dass wir uns so zahlreich heute hier eingefunden haben zu unserem nächsten Vortrag. Er selbst sagt von sich, er betreibt fortgeschrittene IT-Magie und administriert Systeme, die sich keiner zu hacken traut. In seinem Vortrag will er uns ein bisschen was über SSH zeigen und wie man das effizient nutzt. Herzlichen Applaus für Lyra. Dankeschön, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen, das ist drei von vier Talks und plus Workshop, den ich an diesem Event halten darf. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Danke für das Vertrauen. Wir befinden uns immer noch auf der GPN20. Mein Name ist Lyra. Die Slides findet ihr nachher auf meiner Homepage als auch im Fahrplan. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht hektisch mitschreiben, könnt ihr alles gemütlich und zu Hause nachlesen. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, nochmals mein Aufruf, bitte helft mir, dass das nicht nochmal passiert. Ich habe vier Talks und einen Workshop eingereicht und die wunderbaren Menschen von der GPN haben alles angenommen. Da konnte ich dann auch nicht Nein sagen, es war ein ziemlicher Aufwand. Also ich glaube, ich bin knapp noch dreistellig bei den Slides. Hat mir aber auch Spaß gemacht, aber trotzdem, bitte, bitte, bitte reicht Talks ein. Es kann ja nicht sein, dass ich der Einzige bin, der Themen hat, über die er reden möchte. Vor allem, wenn es nicht weiße alte Männer sind, meldet euch, reicht Talks ein, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Feedback braucht, ich bin mir nicht sicher, wie formuliere ich einen CFP so, dass er genommen wird, etc. pp. Ich helfe euch gerne, sprecht mit anderen Sprecherinnen und Sprecher, die helfen euch sicherlich auch gerne. Redet mit den Hexen, redet mit anderen Entitäten aus dem CCC-Umfeld. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die euch gerne helfen, wenn es um Talk-Einreichungen geht und Slide-Präsentationen und wie mache ich eine Präsentation und bin ich mit dem Timing richtig und so weiter. Man hilft euch, Mensch hilft euch. Weil vorhin schon die Frage kam bei der Vorbereitung, wie bekomme ich denn das alles auf eine Slide drauf? Ich habe mir aus der Bash-Spezifikation die Backslash-Notation ein bisschen für die Slides angewöhnt. Das heißt, in den Slides, wenn ich ein ls-a-l-t vom /temp-Verzeichnis mache, dann schreibe ich das auf den Slides meistens dann mit Backslashes, damit es einfach schöner zum Lesen ist und schöner auf die Slide drauf passt. Man kann es dann aber eben, oder ihr könnt es das dann eben alles als ganz normal in eine Zeile schreiben. Der Talk nennt sich Besser leben mit SSH. Wenn ihr schon langjährige Erfahrung mit SSH habt, ich sehe da ein paar Verdächtige in der ersten Reihe, auf die das eventuell zutreffen könnte, dann werdet ihr hier nicht viel Neues lernen. Ich sage es jetzt mal gleich ganz offen und direkt. Das ist ein Talk, den ich auch wieder primär an Einsteigerinnen und Einsteiger richte. Menschen, die vielleicht schon mal ein SSH-Kommando eingegeben haben, also SSH irgendwas hinten dran, aber nicht genau wissen, was sie da tun, beziehungsweise dieses Kommando immer wieder, immer öfter, immer gleich mit Copy und Paste eingegeben haben und das einfach mühsam ist. Also dieser Talk kam auch aus meiner ein bisschen Verzweiflung heraus in meinem beruflichen Umfeld. Ich habe Kolleginnen und Kollegen aus der Windows-Administration, Kundinnen und Kunden, die einen Windows-Background haben, jetzt auch mit Linux konfrontiert werden. Und ich muss ihnen dann in Videokonferenzen, wie es halt die letzten 2,5 Jahre notwendig war, zusehen, wie sie mit spitzen Fingern zweizeilige SSH-Kommandos eingeben, um irgendetwas zu erreichen. Was bei einem Mal okay ist, ab dem fünften Mal wird es dann enervierend und lästig. Da habe ich mir gedacht, ich mache da einen Talk mit ein paar Basistipps und Tricks, die eigentlich generell anwendbar sind und die euch das Leben mit SSH in der täglichen Verwendung erleichtern können. Nur damit wir mal so die Erwartungshaltung geklärt haben und ihr wisst, was jetzt hier in dem Talk kommt. Wie immer, also gerade bei meinen Kommandozeilen-Talks, Zwischenfragen und sinnvolle Zwischenrufe werden mit Mannerschnitten belohnt. Die sind vegan, enthalten Nüsse. Und wer eine Granderwasserallergie hat, muss auch aufpassen. Die sind leider ein bisschen beschwurbelt, aber ansonsten super. Mein wunderbarer Herold hat dann die Aufgabe, diese zu verteilen. Wir werden sie nicht werfen. Das führt nur zu Zerteinsätzen. Das ist keine gute Idee. Gut.
Ich glaube, damit habe ich jetzt alle, ich glaube, so Schnitten haben wir geklärt. Melden. Okay, gut. Du hilfst mir ein bisschen, weil ich mit den Scheinwerfern, ich sehe ein bisschen schlecht. Wenn es Fragen gibt, irgendwie bemerkbar machen, das kriegen wir hin. Gut, SSH, schon mal gesehen, ne? So prinzipiell, ne? Also die drei Buchstaben auf der linken Seite. Ich verbinde mich auf eine entfernte Maschine von der Kommandozeile aus. Wer statt SSH noch Telnet schreibt und dafür keinen Alias eingerichtet hat, sprecht nachher mit mir, wir müssen reden. Und ja, es ist noch immer, ich habe noch Systeme gesehen in den letzten Jahren. Prinzipiell die Syntax, ihr erkennt sie wahrscheinlich eh auch schon hier. Es ist SSH, also der Befehl SSH, Benutzername, @ und dann die entfernte Maschine, zu der ich mich verbinden möchte. Wenn ich das gemacht habe, beziehungsweise ich habe ein bisschen Demo habe ich vorbereitet, wenn ich mein Fenster für die Eingabe und vor allem meine Maus, da ist meine Maus finde, SSH, guten Morgen, so, SSH, leider, ja, super. Mein Laptop hat eine deutsche Tastatur, meine externe Tastatur ist eine US-englische. Ich muss immer hin und her. Bussi-Bär. Ja. Wenn man seinen eigenen Namen nicht mehr schreiben kann. So. Na, also das ist so der klassische Befehl, den wir eingeben. Dann fragt der Server nach dem Passwort. 1234. Und dann bin ich auf meinem externen Server verbunden. Ist recht schön, ist recht einfach. Funktioniert, wenn die involvierten Namen kurz und knackig sind, recht gut. Hat man nicht viel Probleme. Kann man auch ab und an eingeben. Aber was ist, wenn der Name nicht mehr so einfach ist? Ne? Also ich habe einen Kunden, der benennt seine Server alle nach den Göttern aus der Cthulhu-Mythologie. Also die Q-Taste ist schon abgerieben. Wird nicht so praktisch. Und wenn dann die Passwörter vielleicht auch noch nach irgendeiner Company-Passwort-Richtlinie sind, wird das relativ mühsam, immer alles einzutippen und braucht auch lange. Und wenn man dann auch noch SCP zum Datenübertragen verwendet, wird es einfach unpraktisch. Mag man nicht. Das heißt, und das habe ich vergessen zu fragen, da gibt es jetzt nicht für alle Mannerschnitten, also so für generelle Fragen, ja, nur um das gleich. Wer darf denn hier Systeme administrieren? Palliativ oder aktiv? Also, okay, danke schön. Wer verbricht den Code, der auf diesen Systemen läuft? Ah, sehr schön. Zielpublikum, grüß euch. Also prinzipiell, ich postuliere jetzt einfach mal so, wir in der IT haben prinzipiell eine Neigung dazu, Dinge für uns zu vereinfachen. Natürlich sagen wir unserem Chef, dass wir 4 Stunden gebraucht haben, auch wenn wir nur 2 gebraucht haben. Haben wir bei Star Trek gelernt. Aber prinzipiell, wir wollen uns das Leben vereinfachen und darum geht es in meiner Session. Wie kann ich mir mein Leben, wie kann ich euer Leben vielleicht ein bisschen schöner machen im Umgang mit SSH? Dafür gibt es, wer sie noch nicht kennt, die SSH-Config. Die Syntax oben besagt, ich kann ein Mann Abstand 5 Abstand SSH-Config eingeben und bekomme die Dokumentation zu diesem Konfigurationsfile. Für den SSH-Client gibt es mehrere Konfigurationsfiles. Es gibt die systemweite Konfiguration im etc-ssh-Verzeichnis. Ich kann die User-Konfiguration angeben in meinem Home-Verzeichnis. Das ist diese geschwungene Tilde, für die es noch nicht kennen. Ich begrüße hier auch die Windows-Administratorinnen und Administratoren in diesem Talk. Wenn ihr das SSH-Verzeichnis nicht findet, probiert es das noch mit einem Punkt davor. Und dann schlussendlich die Kommandozeilenoptionen. Das heißt, es zieht zuerst die systemweite Konfiguration, dann zieht die Konfiguration, die ich in meiner lokalen Benutzerinnen- und Benutzerkonfiguration habe. Und schlussendlich kann ich all das noch einmal overrulen, indem ich eine Kommandozeilenoption angebe. Womit wir uns heute in diesem Talk beschäftigen und was ich euch ein bisschen zeigen möchte, wieso habe ich da nicht auf Reset gedrückt, ist auch egal, ist die tilde.ssh-config, das heißt, das Config-File, die,
der, die, das Config-File. Ich bin Österreicher, ich darf das. Das Konfigurationsfile, die Konfigurationsdatei, damit ich es auf Deutsch auch noch rausbringe, Dankeschön. Die Konfigurationsdatei in unserem Home-Verzeichnis im Unterverzeichnis .ssh, das heißt, der Punkt davor heißt, diese Datei sehe ich nur, wenn ich ein ls-a zum Beispiel verwende, weil es versteckt ist. Das hat historische Gründe, da gibt es ganz tolle YouTube-Videos dazu, warum das damals Entwickler von Unix so gemacht haben, beziehungsweise ist es eigentlich ein unerwarteter Seiteneffekt. Super tolles Video, sprecht mich nachher drauf an, ich habe den Link irgendwo in meinem Twitter-Feed. In diese .ssh-config kann ich jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Konfigurationen reinschreiben und ich möchte euch da jetzt ein paar Optionen zeigen, die, wie gesagt, euch das Leben hoffentlich erleichtern können. Das erste ist der sogenannte Hostname-Alias. Sprich, ich kann den Hostnamen, den ich erreichen möchte, durch ein Kürzel, durch einen Alias, durch einen Alternativnamen ersetzen. Das heißt, ich brauche nicht immer ssh-server.example.com eintippen, sondern ich kann einfach Demo schreiben zum Beispiel oder GPN oder Popocatépetl Battle oder was halt immer für euch leicht zu tippen ist. Ich kann aber nicht nur einen verwenden, ich kann jetzt nicht nur einen Alias definieren, sondern ich kann mehrere. Also mir geht es so, ich habe manchmal denke ich an den Server unter einem Namen, manchmal denke ich an den Server unter einem anderen Namen. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht nur einen Alias definieren, sondern noch mehrere. Weil ich bin dumm, aber ich kann mir das Leben einfach machen. Kann mich selbst überlisten. Das heißt, ich kann den Server ssh-server.example.com unter dem Kürzel Demo, D1 oder Popocatépetl Battle eben, wie gesagt, erreichen. Das ist so mein Standardname, wenn ich ein Beispiel bringen möchte. Schon einmal die erste Verkürzung. Die zweite Verkürzung, beziehungsweise wenn so ein Server, den ich erreichen möchte, in dem alten, also nicht in der Nicht-Kubernetes-Docker-Welt, sondern da, wo wir noch unsere Server gepflegt und gestreichelt und lieb gehabt haben, wo wir auch mehrere Dienste auf einem Server hatten, dann hatten diese Server oder haben diese Server auch unterschiedliche Namen. Das heißt, ich habe den Server dann SMTP genannt oder IMAP oder www oder DB2 oder MySQL oder was auch immer. Und anstatt jetzt hier mehrere Einträge zu haben, kann ich jetzt die %h-Syntax verwenden. Das heißt, er nimmt mir den Alias, zum Beispiel SMTW, nicht SMTW, das ist ein wunderbar netter Mensch aus dem Chaos-Umfeld, aber SMTP. Er nimmt, das SSH nimmt dann eben den Begriff, den Alias SMTP und hängt den an das example.com vorne dran und kann ich mir so auch wieder eine Tipparbeit ersparen. Für diese Demo hier, für diese Präsentation hier, werde ich das jetzt in der Vornotation nicht verwenden, aber ich wollte es euch gezeigt haben, damit könnt ihr das auch machen. Neben dem Hostnamen, das zweite, was ich ja vorne angeben muss, ist ssh-benutzername@servername. Das zweite, was wir jetzt uns noch abkürzen können, ist eben der Username. Wie kann ich mir ersparen, den Usernamen einzugeben, den Benutzernamen einzugeben? Ich kann den einfach ebenfalls in der ssh-config mit angeben. Das heißt, mit diesen drei Zeilen erspare ich mir mal schon ganz viel Tipparbeit. Wie schaut das aus? Ich habe mir hoffentlich was vorbereitet, jawohl. Wenn der Nutzername identisch ist mit dem Remote-System, kann man den aber auch direkt. Ja, der Einwurf, da gibt es hier, diese wunderbare Person kriegt eine Packung Schnitten. Wenn der Benutzername auf meinem lokalen System, von dem ich jetzt das SSH wegmache, gleich ist mit dem Benutzernamen auf dem entfernten System, dann brauche ich den natürlich nicht mit angeben. Ich gebe es jetzt hier einfach immer explizit mit an, weil meistens bei meinen Kunden das dann unterschiedlich ist. Da habe ich dann irgendwie eine Personalnummer oder sonst irgendwas und das mappt dann nicht zu meinem lokalen Namen. Da hinten war dann auch noch eine Frage. Bringst du da mal kurz das Mikro hin? Kann ich auch einen Benutzernamen für alle Server definieren, quasi als Catch-All? Ja, du kannst einen Catch-All auch definieren, da kommen wir dann gleich noch dazu. Wart noch, gedulde dich noch ein bisschen. Ja. Brauchst mich nicht immer fragen. Ich brauche noch ein paar für meinen letzten Talk heute, aber ansonsten have fun. Das heißt, ich editiere jetzt mal kurz. Mein Config-File, also ich hatte noch keines, ich lege mir jetzt eins an. Ich sage, mein Hostname ssh-server.example.com soll unter den zwei Aliasen Demo
unter den zwei Alternativnamen Demo und Bastion erreichbar sein. Das Bastion brauche ich dann später für eine zweite Demo. Und ich möchte automatisch mit dem Benutzernamen Lyra dort angemeldet werden. Wie komme ich jetzt aus dem VI wieder raus? da gab es doch jetzt einen Exploit erst, den man auch nutzen kann. Nee, der hat mir schon wieder das Keyboard umgedreht, das Saftsack. So, das heißt, ich habe mir jetzt mein Config-File, machen wir das nochmal, useless use of cat. Hurra! Nein, ich boote jetzt nicht in Emacs. So, jetzt. Wäre ja langweilig, wenn gleich alles funktioniert hätte. So, das heißt, ich habe jetzt eine SSH-Config und ich kann jetzt theoretisch, wenn mir die Demo-Götter gewogen sind, einfach sagen SSH-Demo und er fragt mich nach dem Passwort der entfernten Maschine und wenn ich das richtig eingebe, bin ich verbunden. Hurra, erste Demo hat funktioniert. Wunderbar. So, ich habe da was vorbereitet, aber das brauche ich zum Glück nicht. Das zweite, und das, die schon ein bisschen mehr von SSH-Ahnung haben, wissen, was jetzt kommt. Das zweite, was wir uns jetzt einrichten können, beziehungsweise, das ist jetzt schon ganz praktisch, aber es ist noch immer mühsam, weil ich muss noch immer mein Passwort eingeben. Ich habe jetzt hier für die Demo ein relativ einfaches Passwort gewählt, damit ich, weil sonst, ich kann, wenn mir jemand zusieht, kann ich Passwörter nicht korrekt eintippen. Und das ist in so einer Situation eher blöd, daher habe ich ein sehr einfaches genommen. Und nein, die Server sind nicht erreichbar. das heißt, ich möchte jetzt auch irgendwie dieses Passwort eingeben loswerden oder zumindest nur einmal eingeben, weil einmal sollte man es schon eingeben, so ganz passwordless. Also wenn jemand Talk mit SSH und passwordless, also FIDO2 oder so irgendwie machen will, möchte nächstes Jahr, bitte macht das, ich sitze drinnen und höre euch zu. Fände ich spannend. Ich mache es nicht. Oder? Nein. Das heißt, wir sprechen hier jetzt über SSH Public Key Authentication. Das heißt, wir generieren uns ein Public-Private-Key-Pärchen, mit dem ich mich gegenüber dem Server authentifizieren kann. Damit brauche ich dann nur noch, Ziel sollte sein, ich brauche kein Passwort mehr eingeben. Hurra! Das Ganze nutzt die sogenannte Asymmetric Cryptography. Das heißt, ich generiere mir einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Und wie die Namen schon implizieren, öffentlich heißt, den kann ich kopieren, den kann ich wohin spielen, den kann ich auf meine Homepage stellen, wenn mir Fahrt ist, den kann ich auf Twitter stellen oder auf Mastodon, Entschuldigung. Mit dem Private Key sollte ich das nicht machen. Wenn ich das mit dem Private Key mache, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Kommen wir jetzt auch noch gleich dazu. Das Ganze funktioniert dann so, wie gesagt, die Technologie dahinter könnt ihr nachlesen. Der Server und der Client machen sich die Kommunikation aufgrund dieser Schlüssel aus und verhandeln sich die Kommunikation untereinander und schlussendlich bin ich angemeldet. Was ich dazu brauche ist, ich muss mir lokal auf meinem Rechner, und der Punkt ist, das macht Mensch immer lokal auf einem Rechner, der mir selber oder euch selber gehört. Das macht man nicht auf einem Cloud-Server, das macht man nicht auf einem Hotelrechner in der Lobby, sondern das macht man auf dem persönlichen Gerät. Wenn ihr ganz paranoid seid, kauft euch einen Raspberry Pi, generiert euch das, schmeißt den Pi nachher weg. Das ist nicht sustainable, spendet den dann für ein Projekt. Und über die SSD redet man dann noch getrennt. Aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. Der Punkt ist, ihr generiert euch den Public und den Private Key auf der Maschine, die euch gehört. Und den Public Key kopiert ihr dann auf den Server, damit der Server den kennt. Und damit können sich Client und Server etwas ausmachen und euch automatisch anmelden. Für diese Public-Private-Key-Generierung bietet uns SSH unter Linux, BSD und allem, was Unix-ähnlich ist, das SSH-Keygen-Kommando. Das ist so das, was ich üblicherweise verwende. Das ist das, was die coolen Kids heute auch verwenden wollen. Wenn ihr so wie ich im Legacy-Enterprise-Palliative-Systemadministrationsumfeld unterwegs seid, dann
kann das vielleicht nicht funktionieren. Das verwendet hier der erste Parameter, sagt uns das gleich. Die Curve 255.19, also ED 255.19, eine elliptische Kurve für das asymmetrische Kryptosystem. Dass ältere Systeme SAN unter Umständen nicht unterstützen, da müsst ihr dann auf die althergebrachten RSAs zurückgreifen. Wenn ihr aber mit IoT, kleinen Geräten, Smart Cards etc. zu tun habt, wollt ihr auf jeden Fall ED 255.19 verwenden. Der Vorteil hier bei Demos ist auch, die ED 255.19 Keys passen auf eine Slide drauf, ohne dass man Augenflimmern bekommt. Die Option A mit 420 ist die Anzahl der Runden, die er rechnet, wenn er den Key generiert. Eine höhere Anzahl von Runden macht es schwerer bei einer Brute Force Attacke, wenn ein Angreifer den Private Key erhalten hat, hier eine Brute Force Attacke zu fahren, ist optional. Ich habe es mir einfach angewöhnt, mit anzugeben. Dritte Parameter, minus F wie File, gibt eben an, unter welchem Namen das Ganze generiert werden soll. In meinem Fall eben auch wieder ins .ssh-Verzeichnis hinein und bei mir heißt der Demo ED 255.19. Das ist meine persönliche Nomenklatur für das Ganze. Ihr findet für eure Dateien hoffentlich eine eigene und habt eine eigene Nomenklatur, wie ihr Dinge benennt. Was ich euch sehr ans Herz legen würde, ist für jedes Schlüsselpärchen, das ihr euch generiert, immer auch einen Kommentar mit dem großen C mit anzugeben, damit ihr auch später noch eine Chance habt, die Schlüssel auseinanderzukennen, beziehungsweise wenn ihr mal den öffentlichen Schlüssel auf ein paar Server kopiert habt, ist es einfach auch für die anderen Administratoren auf dem Server nett zu wissen, was ist denn das für ein Schlüssel, wem gehört denn der und wen kann ich denn da kontaktieren. Also gerade ich, wo ich jetzt auch wieder bei mehreren Kunden unterwegs bin, habe dann halt meinen Namen, Firmennamen, E-Mail-Adresse in dem Kommentar drin stehen, dass die Admins wissen, dass der Schlüssel von mir ist und nicht von einem zufälligen Gast, der da eine Lücke irgendwo gefunden hat. So, auch das sollte, ich bin wieder lokal, das ist schön. Ich bin am Server, danke, mitgedacht, sehr schön. So, aber jetzt bin ich am Client. Ich habe gewusst, warum ich die Namen so wähle. muss ich das Leben nicht unbedingt schwerer machen, als es ist. Das ist genau das, was ich euch vorhin auf der Slide gezeigt habe. Und wenn ich das ausführe, fragt er mich nach der Passphrase für den Schlüssel. Es sollte keinen Schlüssel ohne Passphrase geben. Hier gibt es einen Interrupt. Bitte, ja, gerne. Kurze Entschuldige. Frage. Deine Namenskonvention heißt so wie das Zielsystem, das du erreichen möchtest? Ja, also ich habe normalerweise Kundenname, Zielsystem. Also bei mir ist es normalerweise länger, aber ja. Ja. Okay. Also Zielsystem und dann Schlüssel. RSA, ED 255.19, was auch immer. Hier auch für Demonstrationszwecke habe ich es einfach nochmal hineingeschrieben, damit es klarer ist, was es ist. Ich frage deswegen, wann manche, vielleicht mache ich es Falsches, gehe auf mit meinem Public Key auf verschiedene Zielsysteme. Ja. Und wenn ich nicht jedes Mal einen eigenen Key generieren müsste, das ist vielleicht Best Practice für jedes Zielsystem einen eigenen Key. Ja, komme ich auch gleich dazu. Danke. er fragt mich dann nach der Passphrase. Wie gesagt, danke und danke für mich auch bitte immer unterbrechen, ist kein Thema. Passphrase, es sollte keinen Schlüssel ohne Passphrase geben. Schauen wir mal, ob ich das fehlerfrei zusammenbringe. Dann rechnet er und denkt kurz nach. Und dann sagt er mir, ja, hier, du hast hier jetzt deinen Private Key und deinen Public Key ins Verzeichnis .ssh geschrieben. Den Public Key erkennt man daran, dass hinten noch .pob für Public dran steht. Ich habe einen Fingerprint, wenn ich dann Fingerprint Verification haben möchte, und das Random Art Image, damit ich auch, wenn mir der Server das auch anbietet, dass ich kann meine SSH-Server konfigurieren, dass er mir dieses Bild auch anzeigt und kann daran erkennen, haben sich die Keys geändert oder nicht. Die Idee dahinter ist, dass Menschen Muster besser erkennen können und gleich, wenn man sich das Bild ein paar Mal gesehen hat, einfach schneller sieht, ah, da hat sich der Key geändert, da stimmt was nicht. Da war eine Frage da hinten. Zum Thema Passphrase. Ja. Ist ja schön, wenn ich mir einen Schlüssel generiere und dann nicht immer das Passwort für den Server eingeben muss. Ja, komme ich gleich dazu. Wir kriegen auch noch die Passphrase weg. Aber es sollte keinen Private Key ohne Passphrase geben. Punkt. Okay. Wait for it. Okay. So, das heißt, ich habe mir das Ding jetzt erstellt.
Ich habe halt Backup-Slides, falls mal die Live-Demo nicht funktioniert. Im Output, er fragt mich nach der Passphrase, das haben wir schon gehabt. Ich habe den Output, ich habe meinen Private Key, das ist der ohne Pub, und ich habe meinen Public Key, das ist der mit Pub. Den kann ich mir jetzt auch anschauen. Und SSH, Demo, Pub. Machen wir das nochmal nach oben, damit es ein bisschen hübscher wird. Das ist mein Public Key. Das Schöne am ED25519 ist, der ist kurz, knackig, kompakt, passt schön auf den Bildschirm. Kann man auch schön in die Zwischenablage kopieren, was ich jetzt auch gleich tue. Erinnert mich daran, dass ich das getan habe. Den brauche ich dann in ein paar Minuten. Dasselbe kann ich natürlich auch mit dem Private Key machen. Das mache ich jetzt hier in der Demo für euch. Das macht ihr bitte im richtigen Leben nie. Das ist euer privater Key. Den hat außer euch niemand zu sehen. Ja? Sieht so aus. Ist also ein Base64 encoded Binary File. Und es steht auch schön groß Private Key drinnen. Ja. Diese Datei sollte euren Rechner nie verlassen. Wenn ihr irgendwie mit GitHub arbeitet und ihr habt so ein File, solltet ihr das vielleicht im Git Ignore stehen haben, dass das nicht auf den Server wandert. Empfehlung meinerseits. Muss nicht sein, aber so Best Practice prinzipiell. Wie gesagt, der Public Key muss auf den Server, der Private Key bleibt bei euch. Das wiederhole ich noch ein paar Mal, weil es sorgt immer wieder für Verwirrung. Prinzipiell, diese Public-Private Keys, die kosten euch nichts. Ja? Also der Aufwand, jetzt einen neuen Public Key zu generieren, ist vernachlässigbar. Das heißt, ihr braucht die nicht reusen. Wenn ihr mit mehreren Kunden zusammenarbeitet, generiert euch für jeden Kunden ein eigenes Public-Key-Pärchen. Wenn ihr mit GitHub und GitLab kommuniziert, dann habt bitte unterschiedliche Key-Pärchen für GitHub und GitLab. Und wenn was weiß ich, was es noch an neuem Zeug gibt, das ich gar nicht kenne, es kostet euch nichts. Der Laptop läuft schon. Er verbraucht jetzt nicht relevant mehr Strom, nur weil ihr euch ein Key-Pärchen generiert. Das ist vernachlässigbar. Ja? Das heißt, das Zeug kostet euch nichts, außer ein bisschen Überlegung, Namensschema, damit ihr den noch auseinanderhalten könnt. Ja? Bitte nicht einen Key für alles verwenden. Wenn es euch passiert, und mir ist es natürlich noch nie passiert, aber ich kenne jemanden, dem das schon passiert ist, wenn euer Private Key auf einem GitHub-Repository oder FTP-Server oder sonst irgendwo landet, wenn das nur ein Service, einen Dienst betrifft, dann muss man halt bei dem Dienst ein neues Key-Pärchen generieren, hochladen und alles ist wieder gut. Wenn ich dann zu meinen 15 Kunden gehen muss und sagen muss, ja, ich habe hier einen Security-Breach, den ich jetzt melden muss, weil ich mein privates GitHub-Repository falsch behandelt habe, ist das schlecht. Bitte, bitte, bitte eigene Key-Pärchen für unterschiedliche Dienste. So, bitte. Wenn es eine Frage ist, dann warte aufs Mikro. Okay, eine Frage Best Practice betreffend. Gilt es auch für unterschiedliche Client-Rechner, die du hast? Oder würdest du sagen, da nimmst du dann das gleiche Pärchen für alle Rechner, die du besitzt, von denen aus du dich verbindest? Das ist eine gute Frage. Radio Erivan meint, ja, das kannst du machen. Also ich habe Freunde im IT-Sec-Umfeld, die das genauso fahren. Die haben auch wirklich für jedes Client-System unterschiedliche Keys. Und wenn der eine Laptop wegkommt, dann sind halt nur die Keys komprimiert, aber nicht alles. Also das hängt von deinem Bedrohungsszenario ab, das hängt von deinem Risiko-Assessment ab. Das kann man jetzt nicht übers Knie brechen. Wenn ich jetzt angestellt werde und ich hätte einen Stand-Laptop und einen Stand-PC und einen Firmenlaptop, da hätte ich wahrscheinlich die gleichen Keys. Wenn ich von einem Firmenrechner, von einem Privatrechner greife ich nicht auf Kundensysteme zu. Your mileage may vary, hängt von deinem Szenario ab. Ist ein valides Szenario, dass man auch für jedes Endgerät unterschiedliche Schlüssel hat. Macht halt den Aufwand deutlich größer. Ja. Wie ändert sich diese Policy, wenn man statt sowas irgendwo ein Key auf einer Smartcard oder sowas hat? Hängt von deinem Risiko, von deiner Risikoanalyse ab, hängt von deinen Security-Vorgaben, von den Kunden etc. ab. Smartcard und SSH und FIDO und SSH finde ich super spannend. Magst du nicht nächstes Jahr einen Vortrag dazu machen? Ich helfe dir auch. Also
Oh, wir kommen schon in den Q&A-Teil. Super, sind wir schon so weit. Zeig doch noch kurz die Permissions von den Dateien im .ssh-Verzeichnis, halte ich auch für wichtig. Nein, das ist nicht Windows. Das ist Mint. Worauf der Hinweis hinzielt ist, dass wenn ihr euch jetzt da den Private Key anschaut, das ist in der zweiten Zeile, das kann ich jetzt da nicht, so geht's, das ist der da hier, dann seht ihr hier, da ist wirklich nur der Owner Read-Write. Wenn das nicht so aussieht bei euch, dann funktioniert das alles nicht. Gibt's aber, kann man auch googeln, aber das ist so der klassische Fehler, wenn die Berechtigungen auf dieser Datei nicht korrekt sind, dann funktioniert das ganze System leider nicht. Tut's. So. Wo, da. Wie ist es mit den eigenen Key-Pärchen, wenn du ein Cluster hast mit gleichartigen Servern, jetzt www 1 bis 4, nimmst du da auch jeweils einen eigenen Key-Pärchen? Oder? das besprechen wir, nachdem ich zwei Chunks hatte. Bitte, danke. Nein, seriously, ein bisschen Stoff. Wann haben wir angefangen, um Viertel? Nein, bisschen Stoff habe ich noch. Sowas gerne dann im Privatgespräch gerne, aber lass gut. Aber prinzipiell pro Ziel, also ich habe, wenn ich jetzt, Cluster ist ja auch wieder so eine Frage, wie definierst du Cluster? Ich habe pro Zielhost, pro Kunde normalerweise. Also es gibt dann Kunden, die sind noch ein bisschen paranoider, aber auch hier wieder, your mileage may vary. Es gibt keine, mach es genau so und dann sind alle glücklich. Das ist immer alles sehr abhängig und sehr unterschiedlich von Kunde zu Kunde, von System zu System, von Risiko zu Risiko. Also es gibt dann auch Dinge, Menschen, die dann diesen Private Key dann noch mit einer CA zertifizieren und diese Keys überhaupt nur für eine Viertelstunde gültig machen und dann automatisch neu generieren und so weiter. Da gibt es schon online ganz tolle Vorträge und wenn dazu jemand was machen will, würde ich das wirklich empfehlen. Das ist super spannendes Thema, aber kann hochkomplex werden und auch die du dich sehr schnell aus allen Systemen raussperren. Anyways, wir wollen uns eigentlich jetzt einmal nur das Leben ein bisschen leichter machen und haben gesagt, der Public Key muss irgendwie auf den Server. Da waren wir stehen geblieben, glaube ich, wenn ich den Faden nicht ganz verloren habe. Das heißt, wie bringe ich das Zeug jetzt auf den Server? Die einfachste Methode ist, ich verwende SSH-Copy-ID als Kommando. Das SSH-Copy-ID-Kommando hatte die älteren Zuseherinnen und Zuseher, werden sich erinnern, hatte eine Zeit lang diesen wunderbaren Bug, dass es einfach ohne rückzufragen den Private Key auf den Server kopiert hat. Das sollte in den neueren Versionen jetzt mittlerweile behoben sein. Das heißt, man kann das Tool jetzt auch durchaus wieder empfehlen, dass das auch das so macht, wie man sich das vorstellt. Und wie ihr seht, das Schöne an den Aliasen, an den Alternativnamen, die wir vorhin eingerichtet haben, die funktionieren bei allen SSH-Kommandos. Das heißt, es funktioniert, ich kann jetzt auch bei SSH-Copy-ID einfach sagen Demo und er verbindet sich automatisch mit dem ssh-server.example.com. Ich probiere wieder mal eine kurze Demo. Weil die Dinge habe ich mir vorbereitet, die muss ich nicht tippen. War noch hübsch. Da meldet sich jetzt SSH-Copy-ID und sagt, hey, ich kopiere jetzt den Key auf den Server und ich komme aber nicht drauf, nicht, weil wir das Ganze noch nicht eingerichtet haben. Ich bräuchte das Passwort vom Server, das sollte ich noch zusammenbringen. Hurra, er hat einen Key hinzugefügt und er sagt mir dann auch gleich, was ich tun soll. Try logging into the machine with SSH-Demo. Ja, das mache ich doch gleich. Ja. Ja, warum? Weil er nicht weiß, welchen Key er verwenden soll. Ich habe es ihm ja noch nicht gesagt. Das heißt, ich muss ihm jetzt sagen, so, hey, verbinde dich zum Demo und verwende den Key. Und jetzt fragt er mich, die aufmerksamen Leserinnen und Leser werden es erkennen, er fragt mich jetzt nicht mehr nach dem Passwort für den Server, sondern jetzt fragt er mich nach der Passphrase von meinem Private Key. Das war der Punkt, auf den du vorhin hin wolltest, gebe ich das ein. Schauen wir mal.
hurra, ich bin am Server verbunden, ich habe mich jetzt nicht mehr mit meinem Passwort angemeldet, sondern mit meinem Private Key, für den ich die Passphrase eingeben musste. Okay, haben wir nicht wirklich was gewonnen, ne? Ah, komme ich gleich dazu. Also wie gesagt, SSH Copy ID, dann kann ich mal den Public Key auf den Server kopieren. Ich kann das Ganze auch einfach manuell kopieren, Zwischenablage etc. pp. Funktioniert alles. Bitte. Ich habe eine Frage, und zwar, wenn ich jetzt dieses SSH Copy ID verwende und einen Server so konfiguriert habe, dass ich mich nicht mit einem Passwort einloggen kann, was mache ich dann, wenn ich eine neue Maschine habe? Dann solltest du deine Inbetriebnahmeprozeduren überdenken. Also bei SSH, bei Cloud-Servern kannst du dann die Public Keys gleich beim Cloud-Init zum Beispiel mit angeben. Also wenn du dir jetzt irgendwo auf irgendeiner Plattform was klickst, sagst eigentlich, nimm den Public Key und der wird dann automatisch gleich am Server eingespielt und dann funktioniert das. Andere Option habe ich auch schon mal einen Talk dazu gemacht. Du hast den vorher so konfiguriert, dass du Benutzername, Passwort erlaubt hast, aber mit einem zweiten Faktor wie zum Beispiel TOTP. Dann geht das auch. Aber üblicherweise, wenn du jetzt so Cloud-provisionierte Server nimmst, da gibst du gleich den Public Key mit an und dann brauchst du das Copy nicht machen. So. Danke, war guter Einwurf. Baue ich in die nächste Version dieses Talks ein. Dankeschön. Nein, du loggst dich nicht vorher mit Telnet ein und kopierst den Key rauf. Hallo! Kann jemand diese Person? Nein. Alles gut. So, das Erste, was ihr gesehen habt, ich musste den Private Key mit angeben, damit er wusste, womit er sich anmelden soll. Auch dafür gibt es natürlich einen SSH-Config-Eintrag. Das heißt, ich kann ihm mit Preferred Authentication sagen, ich möchte Public Key und dann auch noch gleich das Identity-File mit angeben. Ja? Das schaut dann. Gesamt schaut dann meine SSH-Config so aus. Ich habe meine Aliase, ich habe meinen Hostnamen, ich habe meinen Benutzernamen, die Preferred Authentication und das Identity-File. So, ich bin am Server, das heißt, ich will wieder auf den Client. Wir haben, kennt ihr das auch, dass so, ich habe irgendwo ein LS und dann drückt man 25 mal LS, um dann drei Buchstaben nicht eingeben zu müssen? Ja, Ctrl-R, ja, natürlich. Ja, eh. Mit FZF bitte, ja. Integration, das ist super. Diesen hier. Und da kommen jetzt dazu die Preferred Authentication und mein Identity File. Na bitte. Geht doch, wenn man will. Und jetzt sollte es eigentlich wirklich nur noch sein. Jetzt habe ich ihm gesagt, ich möchte Public-Private Key Authentication verwenden. Nimm dieses ID-File und damit sollte er mich jetzt nur noch nach der Passphrase des ID-Files fragen, was er auch tut. Und ich bin am Server. So. Du hast vorhin richtig herausgestrichen, da haben wir jetzt noch nicht viel gewonnen. Ne? Weil ich muss jetzt statt halt, ich habe prinzipiell eine bessere Security, weil dieses Public-Private Key Authentication deutlich sicherer ist als das Plain Passwort, also als das Passwort. Aber vom Komfort her, und um den geht es uns ja, vom Komfort her haben wir jetzt noch nicht viel gewonnen. Naja, Ich rede ganz, ja, natürlich muss man dafür die Password Authentication am Server abdrehen. Ich rede hier wirklich auch von der Client-Seite. Wir als Administratorinnen, Administratoren und Entwicklerinnen wollen uns das Leben einfacher machen. Dass das Server-Konfiguration wäre ein eigener Talk, wenn du nächstes Jahr einen machen möchtest. Ich fände das super und sitze in der ersten Reihe und höre dir zu. Ihr kennt das Muster? Gut. Damit wird das Thema please enter the passphrase for the key lösen können, gibt es den sogenannten SSH-Agent. Der SSH-Agent ist ein Programm, das läuft auf meiner Maschine, auf meinem Laptop, auf meinem PC und speichert mir den Private Key in Memory. So, wenn das... Wieso ruft mich jetzt jemand am Deck an? Wenn das für jemanden ein Security-Problem ist, dann setzt man das nicht ein. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob das für euch okay ist, dass die Keys im Speicher liegen und kommuniziert über lokale Sockets mit dem SSH-Client. Wenn ihr ein GUI verwendet, einen GNOME-Desktop oder Mac OS oder sonst irgendwas, weiß jetzt nicht, wie das bei KDE heißt,
die haben meistens dann schon so einen SSH-Agent auch im GUI eingebaut. Das heißt, ihr braucht das gar nicht mehr großartig konfigurieren. Und vor allem werden dann eure Private Keys automatisch mit der Betriebssystemanmeldung freigeschaltet. Das ist super komfortabel. Sprecht mit eurer Security-Abteilung, falls ihr ein Problem damit habt. Ja? Das ist eine Sicherheitsanalyse, die ihr für euch selber machen müsst. Für die Verwaltung des SSH-Agents, beziehungsweise fürs Hinzufügen und Entfernen, wenn ihr das nicht im GUI drinnen habt, sondern alles nur von der Kommandozeile aus macht, gibt es das SSH-Add-Kommando, mit dem ich Private Keys zum SSH-Agent hinzufügen kann und auch wieder aus dem Memory herausholen kann. Das heißt, ich muss meinem SSH-Agent einmal sagen, lad diesen Private Key und sobald ich das einmal gemacht habe, steht der in Memory und ich muss nur beim Hineinladen die Passphrase angeben und dann nicht mehr. Das ist an und für sich super praktisch. Nein, das war jetzt falsch. Jetzt bin ich da in der VM drinnen, danke. So, das heißt, ich sage, nein, das ist das Falsche. So habe ich das nicht vorbereitet. Gut, jetzt wird es lustig, ich muss tippen. Nein, den Agent zu starten, wenn das die GUI nicht mitmacht, würde Teile des Publikums verunsichern. Kommt, wenn euch das interessiert, kommt nachher zu mir. Ich zeige es euch gerne. Ich habe es jetzt ganz bewusst ausgespart, weil ich wollte es wirklich ganz, ganz End-Userinnen, End-User-freundlich machen. Ich wollte meinen Demo-Key und auch hier will ich den Private Key und er fragt mich jetzt nach der Passphrase. Und jetzt sagt er mir, okay, Identität hinzugefügt und wenn ich jetzt SSH-Add-L sage, ja, das ist genau das, warum ich mir eigentlich alles immer vorbereite, weil dann habe ich diese Tippfehler nicht drinnen. Dann sehe ich jetzt hier, okay, ich habe einen Private Key in meinem SSH-Agent drinnen und wenn ich jetzt wieder SSH-Demo mache, yes! Kein Passwort. Das war das, worauf du hinaus wolltest mit deiner Frage. Wie kann, das heißt, einmal muss ich es eingeben, das finde ich auch in Ordnung, einfach aus Security-Gründen, dass nicht einfach irgendjemand dann kommen kann und suchen kann und ab dann brauche ich das nicht mehr eingeben. Herrlich. Das Schöne an dem Ganzen ist, ich bekomme da noch einen Benefit mit und zwar bekomme ich mit Remote Auto-Completion. Was heißt das? Ich kann jetzt nicht nur SSH machen, sondern es gibt auch dieses wunderbare SCP-Kommando, mit dem ich jetzt zum Beispiel meinen Demo, indem ich jetzt sage, okay, ich möchte von meiner Zielmaschine, also von meinem Target, von meinem Server, der heißt eben im Kürzel Demo, aus dem Home-Leiter-Verzeichnis und ich drücke hier immer nur Tab, ja, die Server.txt zum Beispiel holen, weiß ich keine Ahnung, was das ist. Das heißt, dadurch, dass er sich automatisch am Zielsystem anmelden kann, kann er mir eine Tab-Completion machen und ich muss mir nicht merken, okay, ich muss das File aus opt x, y, z, sonst irgendwas, sondern ich kann einfach Tab durch das Ding durchnavigieren, erspart einem eine Menge Tipperei. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt, den man durch die Public-Private Key Authentication mitbekommt. Das Ganze, und das ist das Schöne, und deswegen versuche ich das auch immer dann für die Windows-Welt aufzubrechen, das kann ich unter Windows auch machen. Ja? Das ist jetzt nicht nur auf den, ja, ich zeige jetzt gleich einen Windows-Screenshot her, das ist Content Warning. Können wir da mal ein Mikro haben? Ich hätte noch ein CW einbauen müssen, es tut mir leid. Der Kram ist aber nicht mehr notwendig. Ab Windows 10 sind die ganzen Tools alle mit dabei in der PowerShell. Ja? Das heißt, du machst nächstes Jahr einen Talk dazu? Gerne. lass mich mal so sagen. Ich habe es hier mit Enterprise-Kunden zu tun, wo PowerShell noch immer so... Aber lass... Ich bin eh schon ein bisschen zeitgepresst. Ist es wichtig oder können wir es hinten anhängen? Es geht nur darum, bei Uni sollte man relativ aktuell
Ja, das sowieso. Wenn wir schon über Putty reden, dass man die aktuelle Version einsetzt und nicht die Version, die die Firma vor 5 Jahren freigegeben hat und mittlerweile 5 Sicherheitslöcher hat. Ja, aktuelle Version bitte. Ja. Das Schöne bei Putty ist, ich habe bei Putty auch ein Putty-Gen dabei. Das ist das Tool, das mir die Keys generiert. Ich habe den Putty-Agent, das ist mein SSH-Agent. Und ich habe dann Putty, das ist mein SSH-Client. Ja. Das heißt, ich habe Putty-Gen, das generiert mir SSH-Key. Ich habe auch hier wieder in diesem Fall einen ED25519-Key generiert. Für das Kopieren auf den Server brauche ich das, was mir Putty-Gen da oben in das Keyfeld, in das Public-Keyfeld hineinschreibt. Das ist das, was ich hier so blau markiert habe. Wenn man hier Save Public Key macht, dann speichert er das nämlich in einem Putty-proprietären Format ab und das kann ich dann nicht mit einem OpenSSH-Server verwenden. Das ist so der eine Trick, den man hier bedenken muss. Ansonsten läuft es genau gleich wie unter Linux ab. Dann habe ich den Putty-Agent, den haue ich mir am besten irgendwo in einen Windows-Autostart. Wie man das macht, erklärt uns dann der Kollege nächstes Jahr in dem Talk. Beziehungsweise, wenn das eh schon automatisch in der PowerShell dabei ist, geht das noch viel eleganter. Ich kann hier dann im Putty-Agent sagen, füge einen Key hinzu. Das ist genau dieses SSH-Add, was wir im Linux hatten. Und wenn ich dann im Putty eine Verbindung einrichte, dann muss ich unter Connections SSH-Out da ganz hinunter scrollen und da kann ich dann in einem Feld Private Key den Private Key hinterlegen, mit dem ich mich anmelden müsse. Und dann ist es genau gleich, wie ich es jetzt vorhin euch unter Linux in der Kommandozeile gezeigt habe. Das können andere SSH-Clients unter Windows auch. Ich wurde in den 90er Jahren mit Windows sozialisiert. Ich bin noch immer wenn ich schon unter Windows arbeiten muss ein Putty-User. Aber auf den PowerShell-Talk freue ich mich wirklich, dann lerne ich auch wieder mal was Neues. Super. Finde ich wirklich ganz, ganz grandios. Gibt's schon einen CFP für nächstes Jahr? Wenn nicht, kann das mal schnell wer anlegen. Ja, Putty kann auch Telnet, aber auch das wollen wir nicht mehr. Nein. Es ist faszinierend, wie viele Menschen hier noch alte Solaris-DNS-Server in irgendwelchen Zwischenböden liegen haben. Ich bin beeindruckt. Gut, wir sind mittlerweile schon ziemlich ich bin schon ein bisschen pressed for time. Lasst mich noch ein paar Dinge erwähnen, damit ich euch das Leben noch ein bisschen einfacher machen kann. Die .ssh-config die einen sagen picky und mühsam, die anderen sagen, es ist eigentlich total geil. Das Problem, die Herausforderung ist, von der SSH-Config wird der erste Parameter, der gefunden wird, wird genommen. Ja? Das heißt, und da war auch die Frage vorhin, kann ich ein Catch-all machen? Ja, das willst du dann am Ende des Files haben, mit einem Sterndl, also ein Asterix, wie die Amerikaner zu sagen pflegen. Und je spezifischer das für eine Maschine ist, desto weiter oben willst du es haben, weil er nimmt das Erste, was er gefunden hat. Du kannst 5 Hosts-Einträge haben, es zählt das Erste, was er gefunden hat, den ersten User-Eintrag zum Beispiel, den er gefunden hat, den verwendet er. Wenn ich dann für denselben Server nochmal einen User-Antrag weiter unten habe, funktioniert es nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich hab da ein Beispiel vorbereitet. Ich habe eine sterndl.testexample.com für alle Server in der Domäne soll das Identified Test ID verwendet werden. Für den einen Server in der Produktion, für den Unicorn-Server, möchte ich eben das Pink Fluffy ID File verwenden. Für den Ohrwurm dürft ihr euch dann später bedanken. Und für alle anderen Server in der Prod Example Domain sollte das Identity File Prod ID verwenden. Ja? Hostspezifisch zuerst und dann immer generischer werden. Die Frage nach dem Catch-All, um die auch noch zu beantworten, Host-Stern wäre dann dein Catch-All. Das schaut bei mir so aus, dass ich sage, Identities only yes, das ist der Eintrag, den man drinnen haben möchte, weil damit sage ich dem SSH-Client, schick dem Server nur die Identities, die für den Server konfiguriert sind.
Weil wenn er das nicht macht, probiert der SSH-Client mit allen Identities, die er kennt, gegen den Server zu fahren. Also wenn ich fünf Identity-Files in meinem SSH-Agent habe, dann probier das einfach mit allen und dann kriegst du irgendwann ein Authentication, too many Authentication Failures for User Error zurück. Also das heißt, das Identities Only wollt ihr eigentlich nach Möglichkeit drinnen haben. Das Use Roaming No ist noch ein Überbleibsel von einem alten CVE, wo man das haben musste für zwischen 5.4 und 7.1, also ja, ich bin schon etwas älter. Und Compression, yes, ja, ich muss mit Servern in USA, Westküste arbeiten, da will man das haben. Das Zweite, was man mit der SSHD-Conf machen kann, ist, ich kann mehrere von diesen Konfigurationsfällen haben. Ich kann im Punkt SSH-Verzeichnis ein conf.d-Verzeichnis haben und kann mir hier zum Beispiel Konfigurationen pro Kunde hinterlegen, was super praktisch ist. Ja. Selbe Syntax, selbe Regeln, alles gleich, sortiert nach dem Filenamen, S7-Bit-SG sortiert. Letzter Punkt, wenn ich meine Slides richtig im Kopf habe, ist das Thema Bastion oder Jump Host. Wer ein bisschen im Enterprise-Umfeld unterwegs ist, kennt das. Ich kann meinen Zielserver nicht direkt erreichen. Ja, das heißt, ich muss über einen sogenannten Jump Host drüber gehen, um meinen Zielserver zu erreichen und kann eben nicht direkt durchhüpfen. Manuell sieht das so aus. Ich mache ein SSH zu meinem Bastion-Server, zu meinem Jump-Host. Der sagt, hallo, servus, grüß dich. Da habe ich mir das alles eingerichtet, dass ich automatisch angemeldet werde, etc. Ich sage dort dann SSH-Target.local, das ist halt die Maschine im lokalen Netz, die ich von außen nicht erreiche. Und der fragt mich dann nach Benutzername, Passwort und dann bin ich dort auch angemeldet. So funktioniert das prinzipiell. Das geht ab, das wäre der manuelle Weg, das ist der mühsame Weg, das ist der, den wir nicht wollen eigentlich. Was ich hier machen kann, ist, ich kann explizit einen Jump-Host definieren, das heißt, in aktuellen OpenSSH-Client-Versionen kann ich sagen SSH-J, mein Jump-Host ist der Bastion, das ist der Alias, den ich mir vorher schon in meiner Config angelegt habe, und mein Target ist das Target.local. Dazu muss ich Target.local nicht auf meiner lokalen Maschine auflösen können als DNS-Hostnamen. Super praktisch. Ja. Das Ganze geht dann natürlich noch eleganter. Ich kann mir, das ist jetzt ein bisschen, es geht eh aufzulesen, ich kann mir halt meinen Bastion-Server definieren, ich kann mir meinen Internal-Server definieren und kann beim Internal-Server sagen, der Proxy-Jump-Host für diesen Server ist der Bastion. Ja, setzt das da. Dritte Zeile, zweite Zeile. Und damit definiere ich jetzt, wenn ich sage SSH Internal, dann hüpft er über den Bastion Server auf meinen Internal Server hin. Das heißt, ich muss nur noch angeben SSH Internal und die Sache ist erledigt. Hurra! Er fragt mich noch immer nach Benutzername, Passwort und wie man das fixt, komme ich gleich dazu. Nein, komme ich gleich dazu. Also ich habe jetzt ganz bewusst gesagt, der Target.local fragt mich immer noch nach Benutzernamen und Passwort. Ja? Für die, die noch ein bisschen ältere Systeme haben, kann man das dann auch noch mit einem Proxy-Command umgeben. Das macht im Prinzip dasselbe, wenn du ein altes SSH hast. Aber du willst das verwenden. Ja? Das ist nur, wie gesagt, Fallback. Was ihr nicht verwenden wollt, ist Agent Forwarding. Das ist wird mittlerweile als Sicherheitslücke angesehen. Das wollt ihr nicht haben. Was bei dieser Konfiguration das Elegante ist, wenn ich auf meinem Target.local genauso meinen Private Key hinterlegt habe, ja, also im Authenticated Keys, Authorized Keys, im Authorized Keys hinterlegt habe, dann kann mein lokaler Client das durchreichen und zwar auf eine sichere Methode und nicht über das Agent Forwarding. Das heißt, das, was ich euch gezeigt habe, Public-Private Key, funktioniert über diesen Jump-Host auch, ja, wenn ich meinen Target.local auch entsprechend konfiguriert habe, also einmal den Public Key dorthin kopiert habe in das Authorized Keys-File. Wie gesagt, Agent Forwarding bitte nach Möglichkeiten nicht verwenden. Es gibt dann noch ein paar andere Tools, aber nachdem wir jetzt schon eigentlich ziemlich am Ende der Zeit sind, sage ich eher,
Ich beantworte noch ein paar Fragen, wenn es die gibt. Passt das für euch? Gut. Nur ein kleiner Einwurf, wenn man ein SSH hat, was so alt ist, dass selbst das Strich W nicht kann, dann kann man stattdessen noch ein Netcat auf dem Besten. Ich hab einen Talk von 2019, wo ich fünf Alternativen mit Fallbacks bis zur SSH Version 2 habe. Wir reden hier von halbwegs aktuellen Systemen und ja, aber ja. Wir hatten vorher das mit dem Conf-D, das ist, glaube ich, nicht ein Standard, oder? Das muss man mit Include noch drin haben. Das hängt jetzt dann von deiner, das kommt auf deine Distribution an. Mein Mint hat es zum Beispiel dabei, mein Fedora hat es auch dabei, es kommt darauf an. Im Zweifelsfall mit Include und diesem Pfad in euer SSH-Conf ein Include mit diesem Pfadname dazu und dann tut das auch. Also das findet man auch im Google ganz schnell, wenn es nicht out of the box funktionieren sollte. Ja, und die Tab-Completion kann es bei mir nicht, leider. Oh. Andere Fragen? Da hinten. Da. Husch. Wir haben doch keine Zeit. Du hattest in dem Beispiel für die Bastion und den Target-Local den gleichen Public Key. Ist das gut, das so zu machen, oder sollte man unterschiedliche werden? Und wenn ja, wie würde man es machen? Da sprichst du mit deiner Security-Abteilung dazu. Die geben dir normalerweise die Keys. Ich habe es jetzt hier fürs Demo den gleichen verwendet. Einfach, ich wollte nicht. Das mit den Demos ist immer das Problem, wie komplex machst du sie? Mir ging es ums Verständnis, nicht um. Bitte. Das ist jetzt vielleicht eine leicht religiöse Frage, aber Jehova. Wird häufig das als direkter Security Breach gewertet, wenn wir beispielsweise den Private Key in einen Repo hochladen oder irgendwie anders halt dann nach außen kommt, wenn der doch trotzdem immer noch AES verschlüsselt ist, also gegeben einer sinnvollen Passphrase? Weil das dürfte dann doch theoretisch gesehen eigentlich scheißegal sein. Das dann in dem Moment, wo du Zugriff auf den Private Key hast, ist es nur noch eine Zeit- und Geldfrage, bis du die Passphrase hast. Hast du genug Geld, um dir ein paar Tesla-Instanzen bei AWS zu klicken und eine Brute Force zu fahren? Ich glaube nicht, dass so viele AWS-Instanzen existieren. Ich meine halt einfach, das ist doch irgendwie eine. Es ist schon ein bisschen Obscurity, weil. Sagen wir es mal so, wenn. Entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle. Nein, weil die Standard Practice ist bei Public Private Key Cryptography, der Private Key ist private. Das ist das eine Ding, Kerckhoffsches Prinzip, die Public Private Key, PKI, Zertifikatsgeschichte. Es ist alles offen bis auf den Private Key. Du willst den Private Key im Zweifelsfall auf einer Smartcard haben, etc. pp. Der gehört nicht, wenn du es in einem GitHub-Repository hast. Ist das ein Security Breach? Ja, man kann darüber diskutieren. Wenn du es argumentieren kannst gegenüber deinem Security Team, fine by me. Ich sehe es als Problem an und dann sollte man was tun und die Keys durchtauschen. Aber ja, ich bin alt genug. Also ich streite noch, ob Amiga oder Atari besser ist und ich habe bezüglich Editoren eine Meinung, aber ansonsten. Da drüben waren da noch. Nein, die Emacs-Diskussion führen wir nachher. Passt schon. Raus! Entschuldigung, ja, bitte. Wie ist das dann, wenn man pro Service einen eigenen Key hat? Benutzt du dann eine gleiche Passphrase überall? Weil ansonsten wird das ja auch sehr schnell. Nein. Okay. Immer eins bei dir. Aber auch da sind wir wieder beim Thema, ich würde wirklich gerne einen Talk mit SSH und FIDO und Hardware-Tokens und sonst was sehen. Das finde ich super spannend. Beim ersten Verbinden an deinen Example-Server ist mir aufgefallen, der hat überhaupt nicht diese merkwürdig kryptische Frage gestellt. Ja, die habe ich ganz bewusst weggekickt. Ich kenne den Rechner nicht und die kommt dann manchmal auch wieder, wenn man Pech hat und mit komischen Rechenzentren. Ja. Halte ich auch ganz wichtig. Das cover ich normalerweise, wenn ich einen SSH-Einsteiger-Workshop mache. Da zeige ich das her mit Ja. So, wir haben Zeit für eine Frage, dann sind wir durch. Ja. Ich bin nachher für Junk und Fragen zu haben. Also. Okay, und zwar die Frage von mir wäre, gibt es eine elegante Lösung, die Konfiguration zu skripten? Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Netzwerk, könnte direkt auf den Host drauf, oder ich sitze jetzt zu Hause und will den Jump-Host benutzen.
unterschiedliche Aliases. Okay. Einmal Ziel-daheim, einmal Ziel-Büro. Da gibt es was. Sounds easy. Puh. Da kam gerade der Einwurf, da gibt es was mit Plus und Zusammenführen. Schau mal, Mann 5 SSH-Conf. Und damit, glaube ich, sind wir zeitlich am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn es noch Fragen gibt, ihr findet mich. Dankeschön. Applaus